Herzlich willkommen zu Transfermarkt TV. Heute stellt Heribert Bruchhagen, Vorstandsvorsitzender von Eintracht Frankfurt, seine persönliche Traumelf vor. So, guten Tag, mein Name ist Heribert Bruchhagen. Ich bin sportlicher Leiter von Eintracht Frankfurt und Vorstandsvorsitzender des Vereins. Und ich bin aufgefordert worden, eine Wunschmannschaft, wie ich sie mir für die Eintracht wünsche, zusammenzustellen. Das will ich gerne tun. Ich bin zwar mit unserer Mannschaft ausgesprochen zufrieden, aber hätte ich uneingeschränktes Geld, um Transfers machen zu können, hätte ich diese Mannschaft im Kopf, die auch natürlich durch viele andere Spieler ebenfalls zu ergänzen wäre, aber ich soll mich halt auf 11 Spieler festlegen. Im Tor, das ist selbstverständlich, wird stehen Manuel Neuer. Er ist ein Torwart, der komplett ist. Er deckt den Raum ab, er hat Stabilität in den Händen. Er ist mit beiden Beinen gut im fußballerischen Bereich. Er ist mit jungen Jahren schon ein ausgereifter Torwart. Verteidiger rechts würde bei mir spielen in der Viererkette Sebastian Jung. Sebastian Jung ist 20 Jahre alt, hat eine herausragende Schnelligkeit, ist U21 Nationalspieler, ist ein Leistungsträger bei Eintracht Frankfurt. Und da nehme ich mir das Recht raus, diesen Jungen auch besonders herauszustellen. In der Innenverteidigung Mats Hummels, der eine tolle Entwicklung genommen hat, ebenso wie Holger Badstuber. Beide kommen aus der Schule von Hermann Gerland, aus der Bayern-Jugendschule, sind gut ausgebildete Fußballer im Abwehrbereich, aber darüber hinaus auch im spielerischen Element. Mats Hummels mit dem rechten Fuß, Badstuber mit dem linken Fuß. Und links würde ich platzieren Philipp Lahm. Da ist das Problem, ich halte ihn für den besten Linken in der Viererkette. Leider hat Philipp die Idee, dass er rechts besser aufgehoben sei. Ich befürchte, er ist der Einzige, der das so sieht. Gerade dort auf dieser Position hat er eine viel größere Wirkung als dort. Dann im Mittelfeld hat sich Semih Khedira im defensiven Mittelfeld hervorgetan bei der WM. Er hat auch bei Real Madrid ein Angebot bekommen. Das zeigt, dass er inzwischen zu einem gereiften Spieler geworden ist. Schweini im zentralen Mittelfeld steht nicht zur Debatte, ist ein toller Spieler geworden. Gleichzeitig in Abstimmung, um ein homogenes Mittelfeld zu haben, Khedira, Schweini zentral, muss man unbedingt Mesut Özil sehen, der natürlich auch in diese Mannschaft gehört. Das ist eine gewisse Qualität auf der linken Seite, die eine große Variabilität nach sich zieht. Die Sturmspitzen zu besetzen ist schwer. Auf jeden Fall gehört in die Mannschaft Thomas Müller. Ein toller Shootingstar. Ja, und dann haben wir natürlich, was die Mittelstürmer angeht, nicht nur Miroslav Klose. Wir haben auch Mario Gomez, wir haben Cissé, einen tollen Spieler, der aus dem Nichts gekommen ist. Aber ich erlaube mir einfach mal auch etwas für die Eintracht zu tun. Und ich nehme dann Theofanis Gekas mit rein, der immerhin in unserer Mannschaft 14 Tore erzielt hat, sodass wir hier ein wunderbares Offensivspiel haben. Und dann möchte ich auch noch etwas Tribut an die Vergangenheit sagen. Es überrascht mich immer wieder, zu welch tollen Leistungen er sich noch mit 33 Jahren aufraffen kann. Und ein bisschen geht jetzt auch noch die Vergangenheit damit rein für die tolle Lebensleistung. Und deswegen stelle ich dann einfach hier über die rechte Seite nochmal Thorsten Frings auf, weil er genau den Spielertypus verkörpert, mit dem man ein Spiel nach vorne tragen kann und gewinnen kann. Holen würde ich ihn nicht mehr, er ist 33 Jahre alt, aber er ist der Spielertypus, der über die rechte Seite früher kam, heute im zentralen Mittelfeld arbeitet und mit Thomas Müller vielleicht noch was bewegen könnte. Ich glaube, mit einer solchen Aufstellung könnte man gut in ein Spiel gehen. Möglicherweise würde Theofanis Gekas sicherlich auch ersetzt werden durch Mario Gomez. Machen wir uns nichts vor. Aber ein wenig Eintrachtfarbe darf ich ja da auch hineinbringen. Ich bin ja nicht der Bundestrainer. Danke sehr. Das ist meine Traumelf, aber ein wenig auch gefärbt und geprägt durch Eintracht Frankfurt. So. Vielen Dank, Heribert Bruchhagen. Hallo Sven, hallo Jan. Ja, eine interessante Mannschaft, aber nur zwei Frankfurter dabei. Ja, ich hätte auch gedacht, dass er vielleicht auch ein paar ehemalige Spieler seiner Vereine, er hat ja nun schon auch ein paar Stationen hinter sich, da vielleicht was zusammenstellt. Es ist ja jetzt doch dann eher so eine Nationalelf-Auswahl mit ein paar Frankfurtern, mit zwei Frankfurtern nur.
Ja, kann man sicherlich so machen. Ich hätte es eher anders erwartet bei ihm. So würde Heribert Bruchhagen also einkaufen, wenn er alle Möglichkeiten hätte. Kann man machen, keine schlechte Mannschaft, oder? Nee, gar keine Frage. Also es ist halt so ein Mix aus Nationalteam und vielleicht auch kommenden Nationalteam, wenn man irgendwo so den Sebastian Jung sieht oder auch Mats Hummels. Aber es hat mich auch ein bisschen verwundert, dass zum Beispiel dann im Tor ein Manuel Neuer steht und dann halt eben nicht ein Nikolov, der jetzt ja wirklich ein Frankfurter Urgestein ist und da seit Jahren eben richtig gute Leistung bringt. Also das fand ich schon überraschend, aber klar, ist eine Traumelf, kann man so stehen lassen. Auch wenn vielleicht Thorsten Frings aktuell da so im halboffensiven Mittelfeld so ein bisschen, ja, vielleicht deplatziert wirkt. Zweifelsohne also eine interessante Mannschaft, aber wir können auch festhalten, so wird Eintracht Frankfurt in diesem Leben nicht mehr zusammenspielen. Vielen Dank Sven, vielen Dank Jan, vielen Dank Heribert Bruchhagen und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an die Transfermarkt TV Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.